Herzlich willkommen zum Modul Erleben. Mein Name ist Miriam Bahn. Und ich heiße Johannes Brossmann. Wir beide dürfen Sie durch dieses Modul begleiten. Bevor wir Ihnen mehr zum Modul erzählen, eine kurze Info zu uns. Gemeinsam mit Vicky Mataker und Benno Zenker gestalten wir den Verein Acting Green. Wir sind alle UmweltpädagogInnen und begeistern uns seit über 10 Jahren für kreative Zugänge in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung. Theaterpädagogik, insbesondere das Theater der Unterdrückten nach Augusto Boal, ist unsere primäre Arbeitsweise. In Workshops verschiedenster Art haben wir mit ganz unterschiedlichen Gruppen, Jugendliche, Erwachsene, PädagogInnen, viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt. Dabei stellten wir immer wieder fest, wie hilfreich und belebend es ist, Körper, Sinne und Gefühle bewusst in Lernprozessen anzusprechen. Und mehr Spaß macht das auch noch, also zumindest uns. Im Kontext von digital unterstütztem Lernen mag es mitunter noch schwieriger wirken, mit Körper und Sinnen zu arbeiten. Auch für uns ist das keine Selbstverständlichkeit, da wir sehr gerne in Präsenz mit Gruppen arbeiten. Diese Herausforderung nehmen wir uns im Modul Erleben an und haben auf Basis unserer Erfahrungen ein hoffentlich inspirierendes Lernangebot für Sie gestaltet. In diesem Modul möchten wir Ihre Neugier für die Arbeit mit Körper, Sinnen und Gefühlen wecken. Im ersten Video lernen Sie spannende wissenschaftliche Erkenntnisse dazu kennen. Dann stellen wir Ihnen als Möglichkeit fürs digital draußen Lernen die Methode AudioWalk vor. Zwischen dem ersten und zweiten Video laden wir Sie ein, unseren AudioWalk zum Thema Biodiversität auszuprobieren. Dieser ist unter den Materialien zu finden. Im zweiten Video des Moduls reflektieren Sie Ihre Erfahrungen mit dem AudioWalk und wie Sie ihn anwenden können. Außerdem unterstützen wir Sie, selbst einen AudioWalk zu entwickeln. Jetzt teilen wir zunächst einige Gedanken, die unserer Arbeit zugrunde liegen. Beginnen wir mit einigen allgemeinen Überlegungen zur Bildung. Auch wenn die Praxis oft anders aussieht, in der Theorie ist längst klar, dass ein Bildungsprozess mehr umfassen sollte, als nur Inhalte zu lesen oder zu hören. Eine intensivere, vielschichtigere Beschäftigung mit Themen bewirkt ein tiefergehendes Lernen. Insbesondere, wenn wir dabei auch mit unseren Emotionen in Verbindung kommen. Sei es durch Irritation, Freude, Wut oder wenn viele Sinne in der Befassung mit einem Thema angesprochen werden. Bildungsangebote, die Verstand und Emotionen der Lernenden erreichen, wirken nachhaltiger. Neu ist dieser Ansatz im Grunde nicht, denn bereits Pestalozzi forderte im 18. Jahrhundert, mit Herz, Hand und Hirn zu lernen. Und auch die Reformpädagogik im frühen 20. Jahrhundert legte großen Wert auf ganzheitliche Bildungsansätze. Die führenden Lernformen im globalen Norden wurden dennoch lange Zeit von Vorstellungen des Rationalismus geprägt, mit Inhaltsvermittlung als dominierendem Zugang. In den letzten Jahrzehnten wurde Lernforschung immer interdisziplinärer und viele Studien zeigen, dass der rationale Verstand nur einen Teil unseres Verhaltens und eben auch Lernens ausmacht. Darüber hinaus hinterfragen die kritischen Erziehungswissenschaften, wer, was, für wen, wie und mit welchem Zweck lernen sollte. Der brasilianische Pädagoge Paulo Freire forderte etwa statt der Einlagerung von Inhalten in die Köpfe von SchülerInnen ein dialogisches Lernen mit emanzipatorischem Anspruch. Ziel ist, ein Bewusstsein über Zusammenhänge zu entwickeln und sich selbst als MitgestalterIn der Welt zu erfahren. Mit der Pädagogik der Unterdrückten wurde seine Arbeit in den 1970ern auch über Lateinamerika hinaus bekannt und prägte die kritische Erziehungswissenschaft wesentlich mit. ForscherInnen aus der Hirnforschung bestätigen heute die Bedeutung einer ganzheitlichen und gestalterischen Lernweise. Es wird immer evidenter, dass Lernen ein Prozess sein sollte, in dem Gefühle und Sinne eine ebenso wichtige Rolle spielen wie das rationale Begreifen. Richten wir nun einen speziellen Fokus auf die Bedeutung von Gefühlen in der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. In der Publikation Umweltbildung Plus bearbeiten die Schweizer Pädagoginnen Barbara Gugerli-Dolder und Ursula Frischknecht-Tobler gemeinsam mit Kolleginnen unter anderem intensiv die Rolle von Emotionen in der Nachhaltigkeitsbildung. Aus ihrer Recherche zur Forschung rund um Emotionen
hielten sie Folgendes fest: Emotionen sind mit unserem Denken untrennbar verbunden. Sie machen unsere Beziehung zur Mitwelt aus und beeinflussen den Fokus unserer Wahrnehmung und Aufmerksamkeit und steuern, was wir im Gedächtnis behalten. Emotionen sind ausschlaggebend für Entscheidungen und leiten zu einem großen Teil unser Handeln, auch unser umweltbezogenes Handeln. Sie ermöglichen es uns, mit Menschen und anderen Wesen mitzufühlen und waren und sind seit jeher für das Überleben wichtig. Aus diesen Gründen, so schließen die AutorInnen, müssen wir Gefühle in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung stärker berücksichtigen. Gefühle sind die Grundlage dafür, ob bzw. wie wir als Menschen zu allem in Beziehung treten. Wie und was wir in Bezug zu uns selbst, zu Mitmenschen und zur Welt fühlen, prägt diese Verbindung und damit das verknüpfte Handeln. Der konstruktive Umgang mit Emotionen ist allerdings nicht einfach angelegt, sondern muss erlernt und geübt werden. Daher ist es entscheidend, angenehme und unangenehme Gefühle selbst zu thematisieren und sie nicht als gut oder schlecht zu bewerten. Um einen konstruktiven Umgang mit Gefühlen zu erlernen, benötigt es vertrauensvolle Räume. Darin bekommen Gefühle einen Platz, können zugelassen, wahrgenommen und reflektiert werden. Umweltbildung sollte neben der Vermittlung von Umweltwissen vor allem zu einem Aufbau einer emotionalen Umweltbeziehung beitragen. Aktivitäten der Naturbegegnung schaffen eine emotionale Basis für das Verständnis und die Achtung unserer Lebensgrundlage. Angenehme Gefühle in Bezug auf die Umwelt sind wertvolle Ressourcen. Dankbarkeit, Staunen oder die Erfahrung der eigenen Selbstwirksamkeit durch sinnstiftendes Handeln unterstützen die Arbeit mit Umweltthemen. Berichte über Umweltzerstörung, soziale Probleme und bedrohliche Zukunftsszenarien sind in den Medien allgegenwärtig. Sie lösen bei vielen Kindern und Jugendlichen Umweltängste aus, die unbedingt wahrgenommen und ausgedrückt werden müssen, da sie sonst lähmend wirken können. Durch die bewusste und konstruktive Beschäftigung mit belastenden Gefühlen wie Machtlosigkeit, Verzweiflung oder Zukunftsangst wird eine Türe zur Verarbeitung und zu Handlungsmöglichkeiten geöffnet, so die AutorInnen der Umweltbildung Plus. Dadurch kann die Energie statt zur Verdrängung der Ängste zur Lösung der Probleme und zum Handeln eingesetzt werden. Wenn wir Gefühlen im Lernprozess mehr Platz einräumen wollen, müssen wir vorab unsere eigene emotionale Kompetenz als Pädagoginnen weiterentwickeln. Hierzu zwei Impulsfragen. Wie gut können Sie selbst angenehme und unangenehme Gefühle in Zusammenhang mit Natur- und Umweltthemen zulassen und aushalten? Und welche Methoden und Haltungen passen zu Ihnen, um einen vertrauensvollen Umgang mit Emotionen zu gestalten? Pausieren Sie gerne kurz das Video, um sich zu diesen Fragen ein paar Notizen zu machen. Nun stellt sich die Frage, wie das Fühlen und Gestalten in Lernprozesse hereingeholt werden kann. Künstlerische Zugänge bieten hier eine wertvolle Möglichkeit. Darunter verstehen wir alles, was unser kreatives Potenzial anspricht. Musizieren, zeichnen, malen, handwerken, tanzen, Theaterspielen, schreiben. Mit künstlerischen Zugängen kann die Gefühls- und Gestaltungsebene leicht in Bildungsformate integriert werden. Randy Lipson-Lawrence, eine Professorin im Bereich der Erwachsenenbildung, plädiert deshalb dafür, Kunst in Lernprozessen einzusetzen. Vorstellungskraft, Intuition und die Auseinandersetzung mit Gefühlen sind für sie die wesentlichen Faktoren, die das Lernen bereichern. Weiter geht hier Maxine Green, renommierte Philosophin und Pädagogin, für die Kunst genauso wichtig ist wie die zentralen Werte Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit. Außerdem weist sie darauf hin, dass durch künstlerisches Arbeiten immer unsere Vorstellungskraft entwickelt wird. Diese wiederum kann helfen, bestehende Verhältnisse in Frage zu stellen und in einem weiteren Schritt diese auch ändern zu können.
Ein spannender Ansatz in diesem Zusammenhang ist die Nutzung von Theater im Bildungskontext. Die Pädagogin Dorothy Heathcote prägte zwischen 1950 und 1990 die Bildungslandschaft in Großbritanniens Schulen durch ihre theaterpädagogische Arbeit. Sie nutzte Rollen, in die sie als Lehrkraft oder auch ihre SchülerInnen schlüpften, als wesentliches Element ihrer Pädagogik. Für uns, also für Acting Green, besonders prägend war die Arbeit Augusto Boals, einem Brasilianer, der auch in Europa praktizierte. Er setzte Paulo Freires Denken durch angewandte Theaterarbeit um und entwickelte das Theater der Unterdrückten. Heathcote und Boals Arbeit verbindet, dass soziale Strukturen und Machtverhältnisse durch das In-Rollenschlüpfen erforscht und in Frage gestellt werden. Kommen wir nun von den Hintergründen unserer Arbeit zur konkreten pädagogischen Umsetzung. Als eine digitale Methode, die einen Raum für Gefühle sowie Körper und Sinne öffnet, stellen wir Ihnen den Audiowalk Vielfalt erleben zur Verfügung. Ein Audiowalk ist ein auditiv angeleiteter Spaziergang, der einen Bezug zur individuellen Umgebung fördert. Wir möchten Sie nun einladen, diese Methode selbst zu erfahren. Dafür benötigen Sie ein Smartphone oder einen MP3-Player. Laden Sie den Audiowalk aus diesem Modul auf das Gerät und nehmen Sie Ihre Kopfhörer mit. Als Ausgangspunkt suchen Sie sich einen Park oder Ort mit Natur in der Nähe Ihres Zuhauses. Jedenfalls einen Ort, den Sie gerne näher oder neu kennenlernen möchten. Viel Spaß beim Audiowalk. Im nächsten Video reflektieren wir Ihre Erfahrungen und geben Ihnen Impulse für die Gestaltung eines eigenen Audiowalks mit.